Genau, das Kompetenzzentrum Saarbrücken ist eins von 26 solcher Initiativen in Deutschland. Das heißt, in jedem Bundesland und egal, wo Sie sitzen, gibt es auf jeden Fall mindestens auch ein solches Zentrum. Was wir konkret machen, also wir unterstützen kostenfrei in den ersten Schritten der Digitalisierung. Dabei verfolgen wir die Ziele der Vermittlung grundlegender Informationen zur Digitalisierung oder zur Nachhaltigkeit, Aufbau und Vertiefung von Wissen, der Transfer und die Umsetzung in die praktische Anwendung sowie den Austausch von Erfahrungswissen zwischen Unternehmen. Also wir in Saarbrücken machen das als Dreiklang zwischen dem CEMA der SARIS und dem August-Wilhelm-Scheer-Institut. Das ist auch der Arbeitgeber, bei dem ich angestellt bin. Und wir werden eben finanziert von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, das uns somit ermöglicht, das alles kostenlos für Sie zur Verfügung stellen zu dürfen. Und damit schon mal so der erste Wink daran, bitte am Ende die Evaluation auszufüllen. Denn nur so können wir das weiter kostenlos für Sie leisten und natürlich können wir auch nur so besser werden. Also gerne auch kritisches Feedback, was Sie sich vielleicht noch mehr gewünscht hätten oder wie wir die Inhalte noch besser aufbereiten können. Genau, wir betreuen im Jahr so circa 1700 mittelständische Unternehmen. Das bedeutet, dass wir auch auf einen sehr großen Erfahrungswert zurückgreifen können und die Themenstellungen sind hier da sehr breit aufgestellt, also von der Produktionsvernetzung bis zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist tatsächlich auch ein Themengebiet, in dem wir uns heute befinden, also soziale Nachhaltigkeit. Und ich denke, wir alle wissen, dass Kreislauffähigkeit und die Ressourceneffizienz immer wichtiger werden. Ja, aktuell auch ein ganz brennendes Thema. Und ja, da sind wir sehr stark aufgestellt. Und ein großer Teil ist eben auch der Themenbereich künstliche Intelligenz, eingeteilt in KI in der Produktion und KI im Büro. Genau, und in der Zukunft werden wir dann auch in die Breite in die Themenfelder also Dienstleistungen, Verwaltung und Gastronomie abdecken können. Und grundsätzlich können Sie sich das so vorstellen, dass es da auch Themengebiete gibt, wie zum Beispiel die automatisierte Übersetzung Ihrer Webseite oder wie Sie zum Beispiel Rechnungseingänge automatisieren können. Bei all diesen Themenfeldern könnten wir Ihnen behilflich sein. Wie wir das konkret machen, abgesehen von dem Themenbereich Sensibilisieren und Informieren, in dem wir uns heute befinden, können wir noch Unterstützungsnetzwerke bieten, innovative Lösungen durch vernetztes Handeln, Umsetzungsprojekte. Das heißt, wenn Sie jetzt ein konkretes Projekt sogar schon hätten, dann könnten Sie sich auch damit an uns wenden und wir würden dann schauen, wie man das gemeinsam umsetzen kann und würden Ihnen da, so gut es geht, Hilfestellung leisten. Also grundsätzlich sagt man ja, dass Projektmanagement so ein bisschen die Planung, Koordination und die Umsetzung von einfachen oder komplexen Projekten ist und dass es beim Projektmanagement darum geht, alle Aspekte, die das Vorhaben direkt oder eben auch indirekt beeinflussen, einzubeziehen. Und hierfür werden eben insbesondere die Projektanforderungen, also der Umfang, die Finanzierbarkeit, die Kosten und der Zeit oder das Zeitmanagement, eben die Dauer fokussiert. Und da sehen wir eben hier schon den ersten Unterschied, also bei dem klassischen Management, was ja die meisten von Ihnen noch anwenden. Es ist so, dass wir uns sehr stark auf den, auf den finanziellen und den zeitlichen Aspekt konzentrieren. Und bei dem agilen Projektmanagement geht eben alles mehr in Richtung Kundenfokus und wo wollen wir hin. Und das Zeitliche und das Finanzielle sind zwar schon auch betrachtet, aber viel weniger. Sie jetzt noch mehr abzuholen, würde ich vorschlagen, dass ich gleich ein Whiteboard mit Ihnen teile. Da können Sie dann frei drauf schreiben. Ich hoffe, das funktioniert gut. Falls nicht, gerne direkt im Chat Rückmeldung geben. Dann überlegen wir uns einen Ausweg, wie wir das dann machen könnten. Und die erste Frage wäre eben, was fällt Ihnen zu klassischem Projektmanagement ein? Oh, ich sehe gerade, wir sind zu viele, um das nutzen zu können. Dann doch sehr gerne einfach in den Chat. Also alles, was Ihnen zum Themenbereich klassisches Projektmanagement einfällt, gerne einfach in den Chat reinschreiben. Sehr gut, ja. Ja, sehr gute Punkte. Nicht so flexibel, auf jeden Fall hierarchiegetriebener, als es beim klassischen Projektmanagement der Fall sein sollte. Genau, ich habe auch hier oben schon gelesen, das Thema Wasserfall, auch was, worauf wir heute ganz kurz eingehen können, vor allem
wie wir Wasserfall und Agilität denn zusammenbringen könnten. Kostenüberwachung, auch ein sehr großer Themenbereich, wie wir ja eben gesehen haben in dem Dreieck. Gantt-Chart auf jeden Fall. Ja, Detailtreue. Genau, der letzte Punkt, gerade Änderungen am Produkt, eher weniger erwünscht und schwer umsetzbar, ist auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Punkt, auf den wir gleich noch eingehen werden, weil das eben so ein absoluter Kontra auch zu dem ist, was man ja bei der Agilität sich wünscht oder vor allem, wenn man nach Scrum arbeitet. Ich würde Ihnen einfach mal zeigen, was wir dazu, was uns dazu eingefallen ist. Und zwar sind es sehr ähnliche Buzzwords, wie Sie gerade schon genannt haben. Also auf jeden Fall durchgedachte Ziele, detaillierte Planung, haben wir jetzt eben auch schon gelesen. Wasserfall, ganz klassisch. Die Planungssicherheit, starre Hierarchien. Änderungen werden oft eher als Störung gesehen. Das ist ja so ein bisschen dieses, auf Änderungen sollte nicht so gern eingegangen werden, weil man natürlich eine sehr, sehr lange Planungsphase vorne dran hat. Eher Multiprojektmanagement, also das ist tatsächlich eher ein positiver Aspekt, der ja bei der Agilität manchmal verloren geht, und klares Reporting. Genau, ich würde Sie jetzt bitten, das Gleiche noch für das agile Projektmanagement zu tun. Also was fällt Ihnen dazu ein, wenn Sie agiles Projektmanagement hören? Einfach nochmal schnell in den Chat reinschreiben. Da lese ich jetzt schon sehr, sehr viele gute Buzzwords, also doch schon viel größeres Vorwissen da, als vielleicht der eine oder andere eben bei der Umfrage angegeben hat, vor allem der Bereich Retrospektiven, Sprints, all sowas werden wir uns gleich angucken, weil genau das eben zu dieser Flexibilität und zu den selbstorganisierten Teams natürlich führt. Kunden einbeziehen, genau das ist ja quasi das Prinzip, vor allem von Scrum, dass eben der Kunde das größte Gut ist und man die einbezieht und den kompletten oder die komplette Tätigkeit darauf ausrichtet. Vielen, vielen Dank für die tolle Teilnahme. Dann gehen wir direkt weiter. Ich zeige Ihnen einmal, was wir uns dazu gedacht haben. Also sehr ähnlich tatsächlich wieder auch in dem Bereich Design Thinking, regelmäßiges Feedback, das gleiche wie Feedback-Schleifen, dass man nach Visionen arbeitet, eher flache Hierarchien hat. Das Ganze läuft oft sehr dynamisch ab. Natürlich Scrum, Kanban so als große Buzzwords und eben schnelle Reaktionen auf Marktveränderungen, was ja Grund dafür ist, dass man eben heute sagt, dass agile Projekte im Schnitt um 28% erfolgreicher ablaufen als klassische. Und die meisten Studien zeigen eben, dass das überwiegend an dieser schnellen Reaktion auf die Marktänderungen liegt, weil es ja natürlich so ist, dass sich die Märkte heute viel schneller ändern, als das vielleicht noch früher der Fall war. Und wenn ich da direkt drauf reagieren kann, ist das natürlich besser, als wenn ich immer diese ständigen Planungsphasen im Vorhinein schon habe. Genau, jetzt haben wir ja schon oft das Buzzword oder die Vorgehensweise Scrum gehört. Und jetzt würde ich gerne noch mal kurz darauf eingehen, was das eigentlich konkret bedeutet. Also obwohl Scrum ja normalerweise oder Agilität normalerweise sehr flexibel gehalten ist, ist es bei Scrum schon so, dass wir sehr konkrete Vorgehensweisen haben und auch sehr konkrete Rollenbilder. Also wir haben hier einmal den Scrum Master, den Project Owner und das Developer Team. Das sind feste Rollen, die ja auch nicht einfach so ausgetauscht werden sollten, sondern so ein bisschen wie wenn Sie sich jetzt als Geschäftsführer oder im Controlling befinden, sind das einfach doch festere Rollenbilder. Sie haben am Anfang ihre Idee oder ihr Produkt, das sie entwickeln wollen. Grundsätzlich kommt Scrum ja aus der Softwareentwicklung und hier bewegen wir uns dann auch. Also sie wollen etwas entwickeln oder etwas produzieren, pflegen dann alles, was sie dafür tun müssen, in den Product Backlog ein. Das ist so ein bisschen ihre, man könnte sagen, heilige Bibel für das, was sie erstellen möchten, und kommen dann schon in den Bereich des Sprint Plannings rein. Also grundsätzlich wird bei Scrum immer in Sprints gearbeitet, meistens so 2 bis 4 Wochen. Soll immer gleich sein. Also Sie würden dann sich dafür entscheiden, entweder immer 2 Wochen Sprints zu machen oder immer 4 Wochen Sprints, je nachdem, wie sich das auch für Ihr Produkt und für Ihr Team eben eignet.
Im Sprint Planning ist es so, dass sie diesen Sprint Backlog aufteilen, also sagen, was wollen wir konkret in den nächsten 2 Wochen machen, immer mit dem Ziel, was will der Kunde und was wollen wir eigentlich aus unserem Product Backlog erreichen. Das teilen sie dann auf in sogenannte User Stories. Die sehen meistens so aus, ich als Kunde, also sie würden dann in der Kundenperspektive schreiben, ich als Kunde möchte die und die Funktion, um am Ende das zu erreichen. Was eben nochmal so ein bisschen zeigt, dass man sich wirklich immer konkret auf den Kunden fokussiert und schaut, was bringt mir das überhaupt, wenn ich jetzt das und das Feature habe? Ist es von dem Kunden überhaupt gewünscht oder denkt man das vielleicht nur? Genau, das wird dann im Sprint Backlog festgehalten. Dann hätten Sie diesen Zyklus der Arbeit von, wie gesagt, 2 bis 4 Wochen, aber immer gleich und befinden sich dann schon in der, in dem Scrum Review. Was bedeutet das? Hierbei ist es so, dass das komplette Scrum Team, also der Project Owner, der Scrum Master und das Developer Team an dem Review teilnimmt und die Stakeholder. Das ist auch nochmal so ein größerer Sonderpunkt, der das Scrum-Vorgehen von anderen abteilt. Also hier ist es so, dass alle Stakeholder teilnehmen. Das könnte dann in dem Fall bei uns wäre es vielleicht das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, weil das ja sozusagen unsere Förderer sind oder unsere Geldgeber. Und dann würden wir uns immer mit denen besprechen, läuft alles noch in die Richtung, wie das geplant ist, ist es das, was der Kunde sich gewünscht hat. Das kann aber auch sein, dass man noch ganz andere Stakeholdergruppen mit einbezieht und guckt dann eben immer noch mal, ist es das, was der Kunde wollte und laufen wir in die richtige Richtung. Das führt natürlich zu dieser Veränderung immer auf den Markt haben und grundsätzlich zu einer höheren Qualität, weil sie sich ja immer noch mal diese Frage stellen, laufen wir noch in die richtige Richtung. Anschließend kommt eine Retrospektive. Das ist so, dass sie auch komplett nach Timeboxing abläuft. Also da setzen sie sich am Anfang ganz intuitiv wahrscheinlich einen Wecker und sagen so die nächste halbe Stunde und das hat auch noch mal einen konkreten Ablauf. Da ist dann der Scrum Master dafür verantwortlich, dass das nach einem kompletten Schema abgespült wird. Und hier sind die Stakeholder aber nicht dabei, sondern nur das quasi das Scrum-Team. Und es wird nicht auf die Idee geguckt, sondern nur auf die Zusammenarbeit des Teams. Also es wird eher besprochen, was lief denn gut und was lief denn schlecht in der Zusammenarbeitsphase, aber nicht in der konkreten Umsetzung. Und dann wären sie schon wieder im neuen Sprint-Planning drin. Wie Sie sehen, bedeutet das, auf der einen Seite klare Rollenbilder, ganz klare Veranstaltungen und immer klare Zeiten gesetzt. Sehr kontrovers dahingegen ist das Vorgehen nach Kanban, weil hier haben sie gar nichts ganz klar gesetzt. Das kann man deswegen auch ganz bewusst dieses Bild hier ausgewählt. Das kann jeder so ein bisschen handhaben, wie es denn für das eigene Team am besten ist. Was sie grundsätzlich haben, ist, dass es immer nach einem Workflow funktioniert, aber auch den können sie sich selber aussuchen. Bedeutet, hier ist es jetzt zum Beispiel so, dass man auch nach User Stories arbeitet, dann alles geht in Arbeit, was man erledigen muss, in Arbeit und es ist erledigt. Wenn Sie jetzt aber für sich sagen würden, Sie haben einen ganz anderen Arbeitsfluss und hätten zum Beispiel immer noch eine Review-Schleife, also dass Ihr Vorgesetzter das zum Beispiel immer noch mal erst kontrolliert mit drin, dann könnten Sie das Post-it auch dahin ziehen. Es ist Ihnen dann komplett selber überlassen. Was so eine kleine Besonderheit ist an einem Kanban-Board, ist auf jeden Fall, oder sind die WIP-Limits. WIP bedeutet Work in Progress und steht somit dafür, dass Sie eben die Anzahl der Aufgaben, die ein Teammitglied erledigen darf, limitieren. Bedeutet, wenn ich jetzt in einem Team arbeite, das nach Kanban arbeitet, sagt zum Beispiel, das Team einigt sich darauf, jeder darf nicht mehr als 3 Aufgaben in dieser In-Arbeitsspalte drin haben. Was hat das für einen Vorteil oder warum macht man das? Das ist ganz einfach und zwar haben etliche Studien bewiesen, dass sie sich somit besser auf Aufgaben konzentrieren können. Wie gesagt, das wurde viel getestet und es ist eben so, dass wenn Sie dann immer noch im Hinterkopf haben, dass da ja noch eine Aufgabe ist, die müssten Sie eigentlich noch erledigen, aber man beschäftigt sich ja schon wieder mit der nächsten und manchmal gibt es ja auch Aufgaben, die man einfach nicht so gerne macht und deswegen hat man die jetzt erstmal abgelegt, macht was Neues und das führt eben dazu, dass Sie in Ihrem Hinterkopf immer noch daran denken, ob Sie wollen oder nicht und nicht voll effektiv an Ihrer neuen Aufgabe arbeiten können. Grundsätzlich ist es so, dass die Teamgröße auf jeden Fall nicht mehr als 12 Teilnehmende sein sollten, da das Board ansonsten einfach sehr unübersichtlich wird, vor allem, wenn Sie das vielleicht noch im Büro hängen hätten. Grundsätzlich empfehle ich dafür, aber immer digitale Lösungen zu suchen, weil man sonst vor ganzen Tasks seine eigene Aufgabe gar nicht mehr sehen kann.
Genau, ist aber, wie gesagt, ebenso eine agile Methode, nach denen sehr viele Teams arbeiten und ja, ganz ohne Regeln, ganz ohne klare Rollenbilder. Genau, jetzt stellt sich wahrscheinlich schon der ein oder andere die Frage, wenn doch agiles Projektmanagement so toll ist und ja eben auch bei den, als ich Sie gebeten habe, Buzzwords in den Chat zu schreiben, ja überwiegend positive Aspekte kamen beim Themenbereich agiles Projektmanagement und viele negative bei dem Themenbereich klassisches Projektmanagement, fragt man sich, warum arbeiten wir dann nicht eigentlich alle agil? Weil wenn das ja so super ist, dann können wir ja alle nur noch agiles Projektmanagement betreiben. Aber auch hier gibt es eben einige Painpoints, die man beachten sollte. Und zwar ist es in dem einen Fall so, dass es sehr schwierig ist, wenn man vielleicht als Mitarbeitender in mehreren Teams mitarbeitet. Also oft hat man ja heute interdisziplinäre Teams, bedeutet, man hat gar nicht vielleicht sein eines Team, in dem man nur ist, sondern hilft noch in verschiedenen Projekten aus oder hat vielleicht in einem Bereich so eine große Expertise, dass man die in mehreren Teams einsetzt. Wenn ich jetzt aber ganz gerade nach Scrum arbeite, würde das für mich als Projektmitarbeiter bedeuten, dass ich in mehreren Dailies jeden Tag unterwegs bin, dass ich mehrere Retrospektiven und mehrere Reviews habe. Und wie ich ja vorhin schon mal angedeutet habe, ist es sehr, sehr zeitintensiv. Und wenn ich das da auch noch für mehrere Teams machen müsste, wäre ich mehr in Veranstaltungen als am Arbeiten selber. Das bedeutet, hier ist so ein bisschen das Problem, was ist, wenn ich denn in mehreren Teams unterwegs bin. Ein weiteres Problem ist eben diese geringe Vorhersehbarkeit. Also wir haben ja bei Scrum und auch bei Kanban quasi keine Planungsphase. Wir beschäftigen uns zwar damit, was müssen wir denn machen, um unser Ziel zu erreichen, aber wir haben nicht, wie zum Beispiel bei dem klassischen Wasserfallmodell, eine sehr lange Planungs- und Steuerungsphase, sondern man fängt quasi einfach mal an. Das führt oft dazu, dass man dann vielleicht doch nicht so erfolgreich ist, wie man sich das gewünscht hätte oder vielleicht gerade im Themenbereich Risikomanagement das eine oder andere übersehen hat, weil es ja nicht verpflichtend ist. Ein dritter, ja, sagen wir mal, schwierigerer Punkt ist das Thema Hierarchien. Also nach Kanban hätten sie ja rein theoretisch gar keine Rollenbilder. Und nach Scrum ist es ja so, dass sie diese drei Rollen oder diese zwei Rollen und dann eigentlich das Developer-Team haben. Und hier ist dann ein bisschen die Frage, wenn sie jetzt versuchen, ein sehr großes Unternehmen umzustellen, dann können sie ja nicht sagen, so, heute bist du nicht mehr der Geschäftsführer, sondern der Scrum Master. Und dann gibt es noch eine andere Stelle und ansonsten sind wir alle auf der gleichen Hierarchieebene. Also erstens kann das zu sehr, sehr viel Chaos führen. Und zweitens wollen das ja vielleicht auch nicht alle Mitarbeiter. Das ist so ein dritter Punkt, die sehr, sehr hohe Eigenverantwortlichkeit. Grundsätzlich sagt man ja immer, eine hohe Eigenverantwortlichkeit ist anstrebenswert und das möchte man vielleicht auch, aber das möchte eben nicht jeder und das macht einen ja nicht zu einem schlechteren Mitarbeiter, aber man kann jemanden nicht in die Rolle reinzwingen. Bedeutet, wenn ich jetzt sage, du ziehst dir deine Aufgaben nur noch selber, weil wir arbeiten jetzt nach Kanban und ich weise dir nichts mehr zu und eigentlich ist es auch nicht mehr meine Rolle, dir das zu erklären oder das zu kontrollieren, dann wird es für die einen oder anderen Mitarbeiter vielleicht sehr schwierig und man will das gar nicht. So ein dritter Punkt sind die wiederkehrenden Aufgaben. Also auch wenn man jetzt klassisch nach Scrum oder nach Kanban arbeitet, hat man ja vielleicht trotzdem noch im normalen Tagesgeschäft sagen wir mal, immer montags eine Rücksprache und muss dafür eine Agenda aufsetzen. Oder man muss vielleicht ständig, weiß ich nicht, zur Post oder der Post kontrollieren oder wie auch immer. Und diese Aufgaben könnten Sie vor allem bei Scrum nicht reinbringen. Also man würde da nicht sehen, dass Sie das machen. Und Sie könnten das auch in Anführungszeichen nicht tracken, wenn Sie das wollen würden. Weil man ja bei Scrum normalerweise versucht, alle wiederkehrenden Aufgaben, ich sag mal, abzuschaffen und die gar nicht mehr machen zu müssen. Und bei Kanban bieten zwar heute die digitalen Tools sehr, sehr gute Lösungen dafür, dass sie dann Regeln einstellen können und die Aufgaben immer dann montags wieder automatisch in der To-Do-Spalte landen, aber grundsätzlich ist es nicht die Idee von Agilität, dass man Aufgaben immer wieder macht. Und so ein drittes Thema ist, dass es eigentlich kein Multiprojektmanagement gibt. Das hängt so ein bisschen mit diesem Mitwirken in mehreren Teams zusammen. Genau, dann kommen wir ein bisschen zu den oder zu Studienergebnissen, die ich Ihnen mitgebracht habe. Und zwar ist es so, dass, deswegen habe ich Sie am Anfang gefragt, arbeiten Sie denn agil oder arbeiten Sie eher klassisch? Weil 2020 eben 600 Leute befragt worden sind in 20 Ländern. Wie Sie denn, also arbeiten Sie nach Agilität oder wie arbeiten Sie? Beziehungsweise wurde am Anfang gefragt, arbeiten Sie rein agil?
Und dann haben alle Beteiligten gesagt, ja, das war ein bisschen die Voraussetzung, an der Studie teilzunehmen. Und dann kam aber am Ende raus, dass sie halt doch nicht agil arbeiten. Also die Mehrheit hat eben gesagt, wir arbeiten zwar agil, aber haben das dann doch hybrid gemacht, weil man am Anfang eben dann doch Risikomanagement betrieben hat oder doch einen sehr großen Fokus auf eine Planungsphase gelegt hat. Und das soll eben so ein bisschen zeigen, dass man das zwar oft denkt, aber dann tatsächlich doch eher schon in einem hybriden Bereich ist, was es ja nicht schlechter macht, sondern einfach, ja, man sieht, man kann sich aus vielen Projekten bedienen. Ich habe gesehen, wir haben eine Frage im Chat, das würde ich gern am Ende beantworten, kann ich auf jeden Fall noch drauf eingehen. Was eben auch sehr deutlich geworden ist, dass durch die Einschätzung, dass die Anwendung agiler Ansätze verbessert die Ergebnisqualität und eben auch die Effizienz. Das heißt, Agilität an sich ist auf jeden Fall was Gutes. Und die Top 3 Gründe zur Nutzung agiler Ansätze sind eben die Produkteinführungszeit, die Qualität und die Risikoreduktion. Jetzt ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wenn man doch kein Risikomanagement macht in dem Sinn, warum reduziert es dann das Risiko? Natürlich, weil man immer wieder diese Retrospektiven und die Reviews drin hat und sich mit der Qualität des Produktes viel mehr auseinandersetzt. Aber es ist nicht so, dass man am Anfang eine Risikoliste aufschreibt oder ähnliches. Genau, das war quasi die Überleitung zum Bereich hybride Möglichkeiten und ob man die denn nicht schon nutzt und es vielleicht gar nicht genau weiß. Ich habe auch teilweise am Anfang gedacht, okay, hybrides Projektmanagement heißt also klassisch und agil, aber das ist es gar nicht unbedingt. Es kann tatsächlich auch klassisch und klassisches Projektmanagement sein. Also Sie können quasi mischen, was Sie wollen und hätten trotzdem hybrides Projektmanagement. Und da gibt es natürlich bei klassisch und agil noch viel, viel mehr. Also es gibt Wasserfall, Scrum oder dieses PRINZ 2 mit agil, es gibt Scrum-Bahn oder es gibt eben klassisch und klassisch, da könnten wir dann PRINZ 2 und Wasserfall-Methoden mischen. Genau, ich habe Ihnen jetzt drei Beispiele mitgebracht, die wir uns noch angucken wollen. Einmal wäre das quasi die Vermischung aus Wasserfall und Scrum. Hier hätten wir dann einmal eine klare Konzeptionsphase, die Planung. Das heißt, wir machen uns den Umfang, die Finanzen und die Zeit zu Beginn ganz klar und definieren das. Es werden die aufeinanderfolgenden Phasen sinnvoll ausgewählt und in den einzelnen Phasen ist die Umsetzung dann aber sehr dynamisch. Also wir planen und konzipieren alles, befinden uns dann in diesen 2 bis 4 Wochen Sprints, in denen wir uns unseren Backlog festlegen, haben dann auch Review und Retrospektiven, haben immer unsere Daily Stand-Ups, haben dann ein Teilergebnis aus diesen Prints raus und haben dann wieder diesen Gesamttest und das Gesamtprodukt, was wir ja von Wasserfall kennen. Genau. Eine andere Möglichkeit wäre, die beiden agilen Projektmanagement-Arten zu mischen, also Scrum und Kanban. Da hätten wir dann den Unterschied, dass zum Beispiel bei Scrum-Bahn es eine längere Zeit gibt, also wir hätten nicht mehr diese 2 bis 4 wöchigen Sprints und es ist auch nicht eventgesteuert wie bei Kanban, sondern man kann sich recht variabel die Zeit setzen und sagen, arbeite ich vielleicht trotzdem in Sprints oder sage ich, wenn das Teilergebnis erreicht ist, bin ich zufrieden. Es gibt keine speziellen Rollen, also kein Project Owner und kein Scrum Master. Sie könnten sich das dann so legen, wie das für Ihr Team am besten ist. Der Arbeitsumfang würde wieder durch diese Grip Limits, also die Anzahl an Aufgaben, die erledigt werden dürfen, getrackt werden oder vereinfacht werden. Die Meetings würden nach Wunsch stattfinden. Also Sie könnten sagen, wir machen Retrospektiven oder wir machen keine oder wir machen Daily Meetings, wie Sie das wollen. Ein weiterer großer Punkt ist eben immer diese Einschätzung oder diese Einsatzfähigkeit. Was bedeutet das? Sie können jetzt sehr, sehr schlecht hingehen und sagen, ich habe jetzt das Webinar gehört und Scrum gefällt mir am besten. Ich plane das jetzt mal eine Woche lang und dann setze ich mein ganzes Unternehmen nach Scrum um. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess, bis man das wirklich machen kann. Da bietet sich auch auf jeden Fall an, die Mitarbeitenden zertifizieren zu lassen, vor allem diejenigen, die dann zum Scrum Master oder zum Project Owner werden sollen, weil es ansonsten einfach sehr schwierig ist. Also da reicht es auch oft nicht, sich selber weiterzubilden, sondern da gibt es Zertifikate, die man machen kann, weil die Umsetzung doch sehr komplex ist und auch diese Retrospektiven oder das Review nochmal konkreten Vorgängen folgen und es dafür ganz viele Vorgehensweisen gibt, die einfach gut sind, wenn man die vorher kennt. Dahingegen kann Kanban und auch Scrum-Bahn ganz einfach eingesetzt werden. Das ist
kein großes Thema. Sie könnten quasi sich morgen eine Software angucken, die übermorgen austesten mit dem ersten Team. Dafür braucht es auch nicht allzu viel Grundwissen. Genau, noch ein wichtiger Punkt ist dieses auf Änderungen eingehen. Also bei Scrum ist es tatsächlich so, dass wenn Sie sich in diesem Sprint befinden und Sie ja davor alles geplant haben und jetzt zum Beispiel Ihr Geschäftsführer kommen würde und sagt, wir machen jetzt morgen zum Beispiel den ganzen Tag einen Workshop und dafür brauche ich Folien, dann würden Sie das verneinen. Denn in dem Sprint arbeiten Sie nur nach dem, was Sie dafür geplant haben und würden keine extra Aufgabe reinziehen. Bei Kanban und bei Scrumban ist das anders. Da könnten Sie einfach, falls es denn reinpasst in das Board, das dann noch übernehmen. Aber da gibt es keine, ich sag mal, konkreten Regeln, dass man das nicht machen darf. Genau. Bei Scrum ist es noch so, dass Sie ein bindendes Fälligkeitsdatum haben. Und zwar sollte nach Ende jedes Sprints eigentlich der Backlog leer sein und Sie mit den neuen Aufgaben anfangen können. Und bei Kanban ist es aber nicht so, dass man jetzt sagt, das Ticket muss jetzt innerhalb von 2 Wochen fertig sein oder ja, da haben Sie keine konkrete Zeitspanne. Die dritte und somit letzte hybride Möglichkeit, die ich Ihnen mitgebracht habe, ist das Prinz 2 Agil. Ich weiß nicht, ob Prinz 2 dem einen oder anderen vielleicht schon was sagt. Das ist eine sehr, sehr klassische Methode, die mittlerweile, ich glaube, in der 6. oder 7. Version ist. Also es gab mal Prinz 1, jetzt 2, aber Version 7. Und hier ist es so, dass es sehr starr noch alles aufgebaut ist und vor allem sich eigentlich für größere Organisationen eignet. Sie haben einmal die 4 Fundamente quasi, das ist die Anpassung an die Projektumgebung, das sollte immer gegeben sein, dann gibt es eben 7 Themenbereiche, das ist dann sowas wie Risikomanagement oder Qualitätsmanagement, das immer betrieben werden muss, dann die Projektprozesse, die sind sehr starr vorgegeben, also sie gehen in die Vorbereitung, Durchführung, Entwicklung und Abschließung und am Ende haben sie dann noch 7 Grundprinzipien, die sie immer wieder hinterfragen müssen, also einmal habe ich dann diese Managementphasen eingehalten und Sie fragen sich bei jedem Schritt, bin ich noch wirtschaftlich? Also befinde ich mich noch in der Wirtschaftlichkeit oder habe ich vielleicht mich doch verplant, was das Budget angeht? Genau. Jetzt sind wir am vorletzten Teil sogar schon angelangt, also die schrittweise Einführung ins Unternehmen. Ich sehe jemand tippt noch im Chat. Genau, also schrittweise Einführung. Da habe ich Ihnen eine kleine Roadmap mitgebracht, an der Sie sich quasi entlanghangeln könnten, ist aber natürlich kein starrer Weg. Also das kommt immer auf Sie und auf Ihr Unternehmen drauf an. Aber grundsätzlich ist es so, dass Sie sich zu Beginn einfach fragen sollten, was sind die vorgegebenen Ziele und die Bedingungen für mein Projekt? Das heißt, wenn Sie jetzt vielleicht auch staatlich gefördert sind oder Sie haben vielleicht anderswo Geldgeber oder haben einen sehr speziellen Stakeholder-Kreis, dann muss man sich immer fragen, macht es überhaupt Sinn, agil zu arbeiten oder hybrid zu arbeiten oder lässt mein Projekt das vielleicht gar nicht zu? Und was eben auch eine wichtige Frage ist, hatte ich ja jetzt schon mehrmals angesprochen, wie arbeiten eben meine Mitarbeiter? Ist es überhaupt gewünscht, dass wir das machen oder brauchen die klarere Vorgaben und wollen die klarere Regeln? Genau. Als nächsten Schritt, und das ist auch so ein bisschen der wichtigste Schritt, ist es eben, dass Sie einen Anforderungskatalog erstellen. Da würden Sie all diese Themen festhalten. Also wenn Ihre Mitarbeiter sagen, wir wollen Agilität käme im Grunde für uns in Frage, aber wir wollen klare Rollen, dann würden Sie in Ihren Anforderungskatalog schreiben, wir brauchen klare Rollen. Wenn Sie jetzt feststellen, okay, die Retrospektive, die hat mir sehr gut gefallen, die Grundidee davon, das möchte ich auch einführen, können Sie in den Anforderungskatalog schreiben. Das bedeutet dann noch nicht, dass Sie alles umsetzen müssen, was Scrum Ihnen bietet, sondern einfach nur kleine Teile einfach mal aufschreiben. Dann eben im nächsten Schritt das richtige Methodenset finden. Ich habe Ihnen noch ein paar Methoden mitgebracht, die Ihnen jetzt eigentlich schon alle bekannt vorkommen sollten. Das bedeutet aber nicht, dass es nur die gibt. Also das ist wirklich eine sehr, sehr kleine Auswahl. Da gibt es noch viel, viel mehr. Und da könnten Sie sich jetzt eben überlegen, wenn Sie also klassische Rollenbilder wollen oder wie gesagt, wenn Sie sagen, wir wollen, also in Ihrem Anforderungskatalog würde dann beispielsweise stehen, wir wollen uns täglich zusammensetzen, dann könnten Sie sich nochmal genauer das System der Dailies angucken und schauen, ist das denn was für uns? Wollen wir uns vielleicht immer mit einem Kanban-Board treffen oder arbeiten wir lieber nur mit einem Backlog? Das könnten Sie dann für sich selber komplett auswählen. Die nächsten Schritte wären dann eben diese Rollen und Verantwortlichkeiten festzulegen.
weil das einfach sehr wichtig ist, dass schon zu Beginn an oder relativ früh klar ist, welche Rollen wer ausfüllen soll. Vielleicht sagen Sie ja auch, wir wollen zwar jetzt nach Scrum arbeiten, würden aber dafür vielleicht einen Scrum Master speziell ausschreiben. Sie haben noch Kapazitäten in Ihrem Unternehmen und würden dann sagen, wir suchen jemanden, der da als Scrum Master vorangeht und das Ganze dann auch ein bisschen mit einführt. Und als letzter Punkt wäre dann quasi das richtige Tool auszuwählen. Auch hierfür würden Sie sich wieder Ihren Anforderungskatalog anschauen. Also das ist so ein bisschen Ihre Bibel, was die Einführung angeht, und schauen dann, wie finde ich anhand meines Anforderungskatalogs das richtige Tool für mich, und würden am Ende alles in einem Pilotprojekt zusammenschauen. Also Sie sollten nicht hingehen und direkt das ganze Unternehmen umsetzen oder das ganze Unternehmen umstellen, sondern erstmal schauen, mache ich das vielleicht mit einer Abteilung oder mit einem Team, das vielleicht besonders Lust darauf ist oder wo auch schon mal der eine oder andere hybrid oder agil gearbeitet hat. Da empfiehlt sich immer erstmal so ein Pilotprojekt. Genau. Als letzten Punkt hätten wir dann jetzt noch die digitalen Tools. Da habe ich Ihnen einmal so eine größere Ansicht mitgebracht. Dazu muss ich im Vorhinein noch sagen, dass ich auf der einen Seite Ihnen gar nichts ans Herz legen darf. Also jetzt, ich darf jetzt nicht sagen, benutzen Sie alle zum Beispiel Trello, das ist wunderbar, wir sind anbieterneutral. Und ich könnte das auch nicht sagen, weil mittlerweile sind alle Softwaren eigentlich so weit, dass sie relativ das Gleiche abdecken können, je nachdem, was sie möchten. Und genau dieses je nachdem ist auch das, worauf es ankommt, weil es, wie gesagt, immer je nach Ihrem Unternehmen ist und auch je nachdem, wie Ihre Mitarbeiter arbeiten wollen. Das heißt, wir haben hier Open Source, also kostenlose Tools, die Sie benutzen könnten, bis hin zu kostenpflichtige auch. Das heißt, wir bewegen uns hier in einem Umfang von, es kostet gar nichts zu, es kostet beispielsweise 10 Euro pro User pro Monat. Das sind so diese Einsteigerversionen dann bis zu sehr teuren Produkten, die dann teilweise 50 Euro pro User pro Monat kosten. Da sind Sie dann aber in einer voll integrierten Lösung und da können Sie dann planen, steuern, Ziele definieren. Damit könnten Sie Ihr komplettes Unternehmen managen. Dann ist es schon, also ja, sehr teuer grundsätzlich, aber wie gesagt, das gibt es auch kostenfrei und die sind dann nicht unbedingt schlechter. Die haben dann meistens nur einen geringeren Funktionsumfang. Genau. Dann habe ich Ihnen mal noch ein paar Bewertungen mitgebracht. Warum? Weil es oft so ist, dass Agilität aktuell ja so ein großes Buzzword ist und jedes Tool sagt, wir sind super agil und mit uns können Sie direkt mit Scrum und Kanban starten. Aber eigentlich ist es dann eben doch so, dass auch in diesen großen Playern wie beispielsweise Jira oder Asana klassische Projektmanagement Tools eingebaut sind. Also es gibt dann meistens Zusätze, die auch klassisches Projektmanagement erlauben. Hier zum Beispiel sieht man, dass ein Benutzer gesagt hat, dass eine langfristige Planung mit flexibler Reaktion auf veränderte Gegebenheiten genau das ist, was ihm am besten an dem Tool gefällt. Was ja wiederum bedeutet, dass sie langfristig planen. Das ist ja genau das, was man bei einem klassischen Projektmanagement macht, aber auch eine veränderte Reaktion geben kann, was wieder dann eher agil wäre. Was will ich Ihnen damit, was soll Ihnen das bringen? Also einfach, dass Sie sehen, jedes Tool kann eigentlich hybrid genutzt werden, ob es jetzt erstmal nur mit klassischen Sachen oder nur mit agilen Sachen wirbt. Dann könnten wir uns noch ganz kurz anschauen, wie das so konkret aussieht. Also das hier ist jetzt zum Beispiel eine kostenlose Version. Da hätten Sie dann einmal ein klassisches Kanban-Board. Das können Sie eigentlich alles immer so umbenennen, wie es für Sie am besten wäre. Also Sie könnten jetzt hier auch sagen, wir machen einen Backlog oder wir nennen das hier nicht in Arbeit, sondern zum Beispiel on hold oder wie auch immer Sie das gerne machen wollen würden. Dann können Sie hier meistens das Fertigkeitsdatum angeben, den Besitzer, also wer soll das Ganze erledigen. Dann haben Sie eigentlich in jedem Tool die Möglichkeit, Unteraufgaben zu erstellen oder Abhängigkeiten festzulegen und hätten dann hier nochmal spezielle Filter. Also können Sie dann hier draufklicken, wenn Sie nur alles sehen wollen, was bald fällig ist oder verschiedene Projekte und so weiter. Das wäre jetzt ein ganz einfaches, klassisches Kanban-Board, was gut digital nutzbar ist. Genauso geht es auch für Scrum. Also das hier ist jetzt ein größeres Tool, wo nach Scrum gearbeitet wird. Da hätten Sie hier einmal Ihre verschiedenen Epics, also das, was Sie abarbeiten wollen in dem bestimmten Sprint, können dann hier schon sehen, wie viel wurde davon eigentlich schon erledigt.
Hier würden Sie dann die Priorisierungen sehen, also diese Epics sind wieder runtergebrochen in verschiedene Issues. Und das Ganze kann auch gerankt werden. Also auch eine gute Möglichkeit, Scrum digital umzusetzen. Und als letztes jetzt noch quasi ein Tool, das Ihnen auch die Möglichkeit gibt, das Ganze klassisch umzusetzen. Und hier haben wir jetzt eben den Fall, dass es genau ein Tool ist, das mit sehr viel Agilität wirbt und sagt, dass Sie damit das beste agile Unternehmen werden. Und dann gibt es aber eine ganz klassische Meilensteinplanung. Und hier könnten Sie dann zum Beispiel aus Ihren Meilensteinen Aufgaben runterbrechen und ja, am Ende dann diese Aufgaben bekommen, die auf dem Kanban-Board hängen. So, ich denke, das war schon sehr, sehr viel Inhalt und viel neue Informationen. Ich wäre auch am Ende von meinem Vortrag und wir hätten jetzt noch Zeit für alle Ihre Fragen zu beantworten. Dafür würde ich in so einen Fragemodus wechseln. Da können Sie gerne Ihre Fragen in den Chat stellen oder sich auch unmuten, also gerne auch auf der Tonspur Ihre Fragen stellen. Und vorab noch der kleine Hinweis, dass Sie auf der einen Seite natürlich sehr gerne individuelle Hilfe suchen können. Also Sie können mir jederzeit schreiben oder auch anrufen, können eine Sprechstunde vereinbaren oder wenn es eine einfache Frage ist, kann man das sicherlich auch per E-Mail klären.